Ja, hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Vesperia. Ja, weiter geht's für uns in den Wäldern von Emmett Hill. Ja, nachdem wir in der letzten Folge den Gattuso mit Mühe und Not besiegt haben, schauen wir mal, dass wir ein bisschen Fortschritt hier machen. Oh man. So. So, übrigens, ich habe mal in der Zwischenzeit die Gelegenheit genutzt und mir ein neues Headset zugelegt. Ich hoffe, das hört man jetzt. Also zum Glück habe ich jetzt inzwischen dieses lästige Hintergrundrauschen, aber auch die kleinen Probleme, die ich mit meinem alten Headset hatte, hinter mir. Ja, und ich hoffe, das kann ich dann auch, das merkt ihr dann auch bei meinen Aufnahmen. So, Objekt Pro für Yuri. Ja, das Problem war ja auch unter anderem, dass auch mein altes Headset ein bisschen leise war irgendwie. Und da konnte ich so aufdrehen, wie ich wollte, war trotzdem ein bisschen leise. Wie gesagt, das sind ja jetzt alte Geschichten, die habe ich jetzt endlich hinter mir. Und wir nehmen nochmal diese Waffe für Repeat auf, die wir in der letzten Folge eigentlich eingesammelt haben, aber dadurch, dass wir gestorben sind, müssen wir die quasi nochmal aufsammeln. Gut. Wir sind auch ziemlich ausgelutscht, was Items anbelangt. Also das meiste wurde schon verbraucht beim Kampf gegen Gattuso. Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir den nächsten Shop irgendwann mal finden, um wieder aufstocken zu können. We got a head start. Let's take care of him quick. Ouch. Okay. Oh, das sind Punkte, die da aufsammeln. Das ist nicht wahr. It'll be 100 years before you can beat me. Because you've lived a lot longer, right? Not exactly. I just keep getting stronger. So, Level up für Carol. Alles klar. Gut. It's beautiful. This is... Look, Yuri. It's the ocean. I can see that. The wind feels great. I've seen pictures in books before, but I've never seen it up close like this. Well, people don't usually travel outside the barriers. If we keep going, we can see all sorts of things, like the jungle or the city of waterfalls. There are so many more things we could learn, if only our journey would continue. I guess it's true. I really was living in a small world. That's a rare moment of sincerity coming from you. It's your first time seeing it too, right? Well, yes, but... Aww. You must have had such a lonely life, tied to your research like that. Having you pity me makes me want to jump off this cliff. This water has traversed the world's oceans and has seen all there is to see. The ocean binds the lands of our world together. Here she goes again. It's really just one big puddle, you know. Whatever. You were pretty moved back there, too. Huh? So this is the world as he sees it. Yuri? Flynn must have stood on this spot earlier and looked out at the same scene. That's true. His duties do take him to many different places. Always telling me to catch up with him. Easy for him to say. Nor Harbor is just around the corner from Emmett Hill. We'll catch up to him in no time. That's not what I was talking about. Huh? What do you mean? All right, let's get moving before LeBlanc and friends show up again.
Just follow the ocean road to the west after leaving here to get to Nor Harbor. We can't miss it. We'll have plenty more chances to see the ocean. Your journey will continue for as long as you want. It's all up to you. You've made it this far, haven't you? That's true. Last one down's a rotten egg! You're gonna fall if you don't watch out. Oh! Idiot. Ja, das war ein sehr schönes Meerblick. Und ja, Carol hat sich mal wieder als ziemlich dämlich erwiesen. Der Bär war nahe von der Klippe gefallen. Ja, also auf jeden Fall hat man hier ein sehr schönes Panorama, wie man so schön vorhin gehört hat. Und da hat man einen schönen Überblick so auf die ganze, das ganze Wasser. Im Endeffekt so. So, was haben wir denn hier? Wir haben die Sequenz. Können wir endlich Flynn treffen? I hope we'll finally be able to meet Flynn when we get to Nor Harbor. I get the feeling we'll miss him again. He could be passing by the foot of the hill right now, headed back to the capital. But Flynn left us a letter. I'm sure he's waiting for us. We'll see. Why do we have to take such a convoluted path through this place anyway? It's your fault! How was I supposed to help that? Quit blaming other people and let's get moving. Otherwise, we'll end up missing him for sure. Right, let's hurry to Nor Harbor. Was haben wir denn hier? Schönes. Hier ist ein Stein. Ein Grab. Okay. Ja, aber was ist das für ein Grab? Okay. Ah ja, also wenn man jemanden begraben will, ohne dass es bekannt wird, wählt man einen Ort wie diesen, wo nie jemand hinkommt. Ja, Yuri macht's mal wieder ernst und das ist kein Witz. Ja. Ja, okay, die Leute aus der Unterstadt, ist ja klar, dass sie kein anständiges Begräbnis bekommen. Woher dann auch? Okay, also die werden eingeäschert und die Asche wird über einen Fluss oder Acker verstreut. Ja, sehr gut. Ja, warum sollte er denn lügen? Das ist ja heute die Wahrheit. Ja, aber wir wissen immer noch nicht, was das für ein Grab ist. Ja, weiß auch kein Mensch. Gut. Nicht so wichtig. Hier nehmen wir so einen komischen Vogel mal mit. Der wartet nur darauf, dass wir den einen auf den Deckel geben. Don't get careless. Tja. So, jetzt kommt wieder diese blöde Echse. Bam. Aber er steht auf und gibt mir schon wieder einen mit den Flügeln. Mann, ey. This? Nah, this isn't scary. Your legs are shaking. You're kidding. Yeah, I am. That's nice, but I can do so much more. Rückschritt. Unser liebes Mädchen hier. So, haben wir irgendwas Neues? Nö. Ach, nein, Quatsch. Checken wir mal kurz die Fertigkeit. Nochmal irgendwas Neues am Start. Objekt Pro, ja. Rückschritt. Wie gesagt, Rückschritt für Rita gerade. Ausweich und Rückschritt für Estelle. Und kritisch für Carol. Aber die sind ja schon ausgerüstet, die Sachen. Von daher passt es soweit. Ja, ich habe irgendwie so das dumme Gefühl, dass wir Flynn schon wieder verfehlen werden. Das ist doch meistens so. I'm gonna make you work. Hau doch nicht ab, immer blödes Marienkäse hier. That was easy. Alles klar. So. Wir müssen eigentlich fast da sein. Schon wieder so ein Vogel. Mann. Die stehen auch noch natürlich so toll im Weg, dass man denen gar nicht ausweichen kann. Okay. So. Und Level Up für Repeat. Sehr gut.
Ja, also hier nimmt man schon einige gute Level mit. Ah, hier ist eine versteckte Stelle. Hier sind nämlich Kisten. So, hier ist ein komischer Wolf da. Ah, der ist jetzt K.O. Gut. Passt ja die Gelegenheit dazu. We got a head start. All right, let's go. Ja, sehr gut. Go easy on the arms. Guess I overdid it. It's all you. Yeah, I beat you into next week. Next week? But can you really? Never mind. So, die Wölfe haben es hinter sich. Hier ist noch ein Marienkäfer, noch ein Wolf. Boah, hier sind aber schon einiges an Gegner, die Kisten bewachen. Oh, jetzt ist er abgefuckt, ups. Don't get in my way! Get out of here! Dragon Armor! Der hat besessen, ne? Dragon Armor! Ja, aber keine große Sache, die Gegner. So, was haben wir denn hier Schönes? Heiliger Trank. Okay. Und hier 2000 Gold. Hey, können wir immer gut gebrauchen, das Geld. Dann nehme ich einen komischen blöden Wolf damit. Mann. Schon wieder abgefuckt. Ja, der hat's hinter sich erstmal. Tja. Ja, komm, greif mich da an. Mensch. This? Nah, this isn't scary. Your legs are shaking. You're kidding. Yeah, I am. I feel power running all through my body. So, Level Up für Yuri. Okay. Aber ich habe doch unter Fertigkeiten Beflissenheit gebindet. Warum castet jedes Mal was anderes hier? Mann. Sie castet jedes Mal Barriere, obwohl ich Beflissenheit drin habe. Naja, wird. Na egal. Eisenhelm. Oh, das hört sich nach etwas für Yuri an. Ja, ist es auch. Okay, macht unsere magische Verteidigung etwas fächer, aber dafür die physische Verteidigung. Das ist immer gut. Okay, nehmen wir das blöde Marienkäfer mit? Nee, komm, lassen wir's. Kein Bock drauf. Na, warte mal, hier ging's nach unten noch irgendwie auch weiter, oder? Ich glaube, hier geht's auch... ich gehe jetzt auch nochmal nach rechts. Ich check mal die Lage ab. So. So. Komm doch mal her. Na also, da haben wir endlich mal ein bisschen Heil dran. It'll be 100 years before you can beat me. Because you've lived a lot longer, right? Not exactly. Okay, sure. So, Level Up für Rita. Gut. Was ist denn hier? Nix? Toll. Hätten wir uns auch sparen können. Das ist ein unnötiger Kampf hier mal wieder. Egal. Nein, lass mich jetzt in Ruhe. Mann. Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Camping-Set. Dann sieht mir eher aus wie ein Müllsack oder so. Ah, ja. Okay. Ja. Na gut, dann... Ach so, Camping-Sets sind nur für den Einmalgebrauch. Ja, toll. Na gut, dann pennen wir halt eine Runde, wenn es sein muss. Okay. Ja, schönes Timing. Wir sehen ja alle erschöpft aus vom Klettern. Wir haben eigentlich gar nicht geklettert, aber gut. Ja, dann legen wir uns mal eine Runde aufs Ohr, würde ich mal sagen. Okay.
Gut, also die Basisbarriere, die in dem Campingset enthalten ist, funktioniert am gleichen Ort eine Zeit lang nicht. Das heißt, man kann am gleichen Ort nur einmal campen und dann kann man das eine gewisse Zeit nicht mehr. Ach so, okay, das ist im Endeffekt keine Barriere, sondern nur so ein Geruch, das die Monster nicht mögen. Deshalb nennt man das Barriere. Und das kann die Monster eine Nacht lang fernhalten. Gut, natürlich schon nach einer Nacht gewöhnen sich die Monster an den Geruch und dann funktioniert das nicht mehr. Ja, klingt logisch. Ja. Okay, Carol, dann zeig mal, was du kannst. Zelt erhalten. Richte auf der Feldkarte mit einer Matte, einem einfachen Zelt oder eine Barriere ein Lager ein, um KP und TP wiederherzustellen. Der Betrag hängt von dem Objekt ab. Das Objekt kann erst nach dem nächsten Kampf wieder zur Einrichtung eines Lagers verwendet werden. Ja, würde ich mal sagen, machen wir das mal direkt, ne? Machen wir nochmal die Items hier. Genau, Objekte, Zelt. Nutzen wir das direkt mal aus. Wie, kann ich nicht? Achso, wahrscheinlich muss ich dann einmal zurück, so eine Weile. Ach komm, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, hier geht's einmal lang und hier geht's einmal lang. Okay. Ja, wie möchte. Ja, gut. Also bleiben wir doch weg von der Blastia. Theoretisch müssen wir also doch nach links. Ja, hätte ich mir auch denken können. Wir haben ja noch so eine Runde gemacht. Ich bin auch so unnötig. Zurück zur Feldkarte. So, wir haben es endlich hinter uns. So, hier haben wir also unter anderem auch neue Gegner. So. Ich versuche hier die ganze Zeit mit dem Ring zu schießen. Obwohl das eigentlich auf der Feldkarte gar nicht funktioniert. Aber es ist auch nur Angewohnheit irgendwie. Ja, ja, ich sehe. Ja. Genau, da haben neue Gegner, aber auch nicht gerade sehr stark, sag ich mal so. Ja, Boxen ist hier. Man, I was just getting warmed up. Oh, I feel so powerful. Level up for Estelle. Ja, lustige Viecher, die boxen so irgendwie anscheinend gerne. Sind im Boxclub wahrscheinlich drin oder so. So, wo ist denn da eigentlich der blöde Hafen? Was ist das denn hier, ein Dieb oder was? Oh, das, den nehme ich noch gerne mit. Das scheint mir interessant zu sein. Was sind das für Leute? Dieb. Ja, doch ein Dieb. Er läuft doch nicht weg. So, jetzt müssen wir schon K.O. geschlagen erstmal. Ach, zu boxen. Mann. You want revenge? Bring it! Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Boxclub, denn hier boxen irgendwie alle gerne, so wie es mir scheint. So, ich versuche mal hier Land zu gewinnen. Ich habe nämlich keine Lust mehr zu kämpfen. Ich möchte irgendwo eine Stadt erreichen. Ja, so ein Zauberer auch noch. Die sind ja sehr interessante Gegner zum Teil, muss ich sagen. So, und irgendwo muss diese blöde blöde Hafen sein. Ich schätze mal, da vorne wird es wohl sein. Ich bin überrascht, dass es trotzdem noch einiges anlauffähig ist. So, jetzt sind wir aber da. So, die Hafenstadt Capua Nord. Man, the weather sure changed in a hurry. Let's find an inn before we get soaked. Estelle, what is it? Oh, I just thought a harbor town would be more lively than this. Yeah, this isn't exactly how I imagined it either. But it feels like the kind of place that core thief you're looking for would hang out. Dedeki was headed for Torum Harbor. I'm sure the two are pretty similar. No way. It's only Nor Harbor that's scummy like this. What do you mean? Nor Harbor is... It's all because of the Empire. I told you what would happen to that little brat if you didn't have our money. Please, sir. Not that. Please give me back my son.
With this awful weather the last few months, we haven't been able to launch the boats. Surely you realize, sir, we can't hope to pay our taxes like this. You'd better hurry up and capture that Ripgarrow beast then, shouldn't you? That's right. If you sell his horn, you'll never have to worry about taxes again. How many times do we have to tell you? Savages. Is that the sort of scum you were talking about, Carol? Yeah, the Empire's influence is really strong here. I heard things got even worse with the new magistrate. He's some Imperial bigshot who does whatever he wants. Which means there's no one to complain to if his henchmen act like that. But how can that be? That's enough! You're hurt. You might even get yourself killed this time. But it's our son. If I don't go... Ah! What are you trying to do? Oh, sorry about that. I didn't see you there. Yuri? My apologies, sir. Let me take care of that. But I can't afford this treatment. Don't you have something else to say? Huh? Jeez, you guys been robbed of your manners along with your money? I'm sorry. Thank you most kindly. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen hier an dieser Stelle Stopp, denn das scheint eine etwas längere Sequenz zu sein. Auf jeden Fall sind wir hier im Hafen von Capua Nova. Schlechtes Wetter, versiffter Hafen, ja, arme Leute, die von irgendwas von anderen Leuten oder Regierungsleuten schikaniert werden. Passt, das kann auf jeden Fall sehr interessant werden. In diesem Sinne danke ich euch soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.